Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mega Krasse Ultra Hyper Nuzlocke Pokémon Heart Gold Randomizer mit Baloo und Katze. Mirio. Mirio. Kann ich da nur sagen, Mirio. Mirio. Oh. So, wir haben eine Angel bekommen, deswegen kämpfen wir jetzt erstmal. Flap, 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 flap. Ah. Die Leute auf dieser Route haben alle, glaube ich, hauptsächlich nur drei Gehirnzellen. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Ein Kaputtops. Aha. Gefällt mir. Ha. Okay. Warum gefällt dir das? Weil es stark ist. Und deswegen dich vielleicht wegmacht. Ich war noch niemals in New York. Was? Was? Hä? Okay, viel Verwirrung macht sich breit. Bleit? Bleit. Mhm. Bleit. Kennst du das nicht, wenn man Blei vergiftet ist? Nein. Nennt man auch Bleit. You lied. Mega Sauger! Oha, das wollte uns richtig fertig machen mit dem Mega Sauger! Sollst lieber Wasserdüse Mega weiter einsetzen. Sauger. Ja, da. Das ist nicht Mega sehr effektiv. Das ist nicht sehr effektiv. Ich kann mich auch nicht so richtig konzentrieren im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Mega Sauger ist jetzt da. Ja, erklären wir warum. Fertig. Ja, weiß ich auch nicht. Weil hier die ganze Zeit in mein Ohr gejault wird. Das ist aber schrecklich, Blaudi, hör mal auf damit. Das hört sich immer noch besser an als das von Baloo. Oh, hey. Da kann mal jemand sagen, sie hat keinen Favoriten in der Gruppe. Baloo hat das gar nicht verstanden. Ich glaube, der hat das einfach ignoriert. Nee, ich glaube nicht, dass er sowas versteht. Ach, Kinder, siehst du was? Das ist echt ein bisschen anstrengend. Es ist warm. Und ihr geht mit tierisch auf den Sack heute. Ja, dann hör doch auf, so rumzujaulen. Ja, aber Katzen darf doch auch rumjaulen. Aber er ist nicht so penetrant wie du. Natürlich ist er penetrant. Nein. Ich bin eine Chilischote. Warum darf Katze immer alles machen, aber wenn ich was mache, ist immer falsch? Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in kleineren Dosen auftrete als du in ihrem Leben. Ja, wahrscheinlich. Das ist so, ich bin so einmal in der Woche oder maximal zweimal in der Woche oder so hört man was von mir. Und bei dir ist halt so von morgens bis abends immer irgendwas. Er macht das den ganzen Tag. Und dann macht Miri immer pst. Ich sitze an meinem PC und bei Louis höre ich nur von drüben. Den ganzen Tag. Denke, das ist eine Lüge. Nein, das ist wahr. Das ist nicht fair, das ist Verleumdung. Ich werde dich anzeigen wegen Verleumdung. Chip, Baloo, chip. Baloo, chip mal. Oh, Clarin ruft an. Oh, die ist aber nicht besonders nett. Also ist es eher Clari unnett. Hallo, hier ist Clarinette. Oh. Wie geht es dir? Wenn Meryl sich über etwas ärgert, dann zieht es sich ins Wasser zurück. Neulich ist es, dass es sich immer noch nicht entwickelt hat, finde ich traurig. Neulich ist es in unsere Badewanne gesprungen und hat das ganze Badezimmer unter Wasser gesetzt. Lass uns demnächst wieder über Pokémon reden, Tüt. Aber wir haben gar nicht geredet, nur du hast geredet. Wie ist das eigentlich, wenn man Wasser-Pokémon einfach in die Sahara schicken würde? Dann könnte man doch mit Aquaknarre und so weiter das auffüllen? Oder wie generiert das Wasser? Was ist wohl Aquaknarre? Ich weiß nicht, ob ich das trinken will. Ich meine, wenn es schädlich wäre, ja, aber mal for real. Man würde auch Wasser, das kontaminiert ist, trinken, wenn es nur so weit kontaminiert ist, dass es ja, aber das ist ein bisschen Spucke. Schmeckt. Würdest du Spucke trinken? Wenn sie Nährstoffe beinhalten würde, dass ich nicht ertrinke, würde ich auch Spucke trinken. Wieso solltest du ertrinken von Spucke? Wie ertrinkt man an Spucke? Nee, ich will es eigentlich gar nicht. Ich war gerade falsch im Kopf. Ich redete davon, dass ich dehydriere und verdurste. Du ertrinkst an Spucke. Gibt's bestimmt auch. Und wie ist das Wetter bei euch so? Ist gut? Ich habe keine Ahnung. Ist ein gutes Wetter heute? Sehr warm, würde ich sagen. Welcher Tag ist heute? So, guckt mal im Wetterbericht, dass wir da richtig drüber reden. Moment, ich guck mal ganz kurz danach. Oh, warum kriege ich denn Werbeanzeigen für Spucke? Nur weil Miri jetzt das Thema wechseln will für Spucke? Das Schlimme ist, diese furchtbaren Folgen sind immer eigentlich nur bei Miri. Ja, ich weiß. Ich mag Spinnen. Reden wir über Spinnen. Das ist ein angenehmeres Thema. Spinnen haben 8 Beine. Ja. Und keine Spucke. Oh, du kannst hier angeln. Oder da fangen. Oh, das ist eine neue Route. Du könntest unsere neue Angel jetzt endlich einweihen. Okay.
Bitte Bali, eine Minutik. Elektroschock ins Wasser, dann können wir uns die Pokémon aussuchen, weil sie ja die Oberfläche treiben. Wir machen Dynamitfischen mit einem Bali, der Explosionen im Wasser macht. Das ist oh, die Angel ist pink. Oh. Ist Pink Floyd? Boing. Du hast ein Pokémon geangelt. Raikouza. Raikouza. Oh, das ist die größte Enttäuschung. Level 40 Pokémon? Geier ist das? Oh, Level 40 Pokémon ist aber schon ziemlich geil zum Trainieren. Aber es ist ein Perlo. Wann entwickelt sich das? Das entwickelt sich doch in Sagenables. Was für ein Ding? Bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie gerade versucht hat, mit Anglizismus zu glänzen. Das ist was? Das ja, stimmt. Sehr gut. Perlo entwickelt sich zu Sagenabis oder zu Alababis. Wir müssen es nur entweder eine Abyssplatte oder eine Abysszahn haben. Ich habe verstanden. Aber dann müssen wir es doch trotzdem noch tauschen, oder? Ja, oder mit tauschen. Nein, mit tauschen schon richtig, hast recht. Ja, dann bringt uns das gar nichts. Nee. Du bist eine Enttäuschung, Perlo. Aber es ist ein Level 40 Wasser-Pokémon. Fang es doch einfach. Aber es ist, als würdest du ein Level 40 Shiki zum Kämpfen benutzen. Kannst auch einfach lassen. Aber als Backup. Aber es zu fangen ist trotzdem relativ wichtig, Miri. Ja, aber ich muss es doch erstmal schwächen, bevor ich es fange. Ja, das ist schon richtig. Ich weiß nur, dass du es neulich schon mal im Pokémon exekutiert hast. Weil ja, du das war mit Absicht. Kacke. Ja, deswegen. Nein. Vielleicht nein. 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 Aber. Nein. Vielleicht. Nein. Nein. Wäre es nicht eine Überlegung wert? Nein, wenn du das benutzen würdest, dann dürfte Blau die gesamte Zeit über. Das ist das, was ich gerade als Drohung ausspreche. Ich könnte einfach Balui muten. Im Real Life muten? Ja. Das ist eine Menge Sorgen. Ja, aber du weißt, ich muss nur eine Tür aufmachen und dann mache ich dir weiter. Entweder hat sie extrem gute geräuschunterdrückende Kopfhörer gefunden. Hat sie. Du hast Balui-Proof-Kopfhörer. Ja. Das ist absolut insane. Das gefällt mir. Hat sie. Sie wollte das unbedingt, sie hat gesagt, sie erträgt Jochen nicht mehr. Das war das Problem. Ich habe es nicht verstanden, aber... Wie, du hast das nicht verstanden? Hast du nicht die E-Mail bekommen? Alle in unserem Netzwerk cool wurden angeschrieben. Nee, Nordkorea hat mit dem Netzwerk verhandelt für Jochen. Die brauchen neue Foltermethoden. Balui nervt. Ja. Zeit, während er gemacht hat, wurde er einfach mal in ein Pokémon verwandelt. Ja, schön. Der doof. Ja, ich hab Lust. Attacke. Corazon. Das hätte ich lieber gefangen. Ja. Hätte. Motorkette. Fahrradkette. Ach so, ja, war nah dran. Motorradkette. Hätte Katze ist eine fette. Die Attacke sieht krass aus. Ah. Ladestrahl ist genial. Wann kommt eigentlich Kingdom 5? Nach Kingdom 4. Ah. Early hat nie Zeit, das ist das Problem. So, jetzt ist es gedroppt. Wenn Early Zeit hätte, würden wir schon längst Kingdom aufnehmen. Aber Early hat einfach keine Zeit für uns. Vor allem ist das gut, also, dass wir das in meiner Folge diskutieren, weil das interessiert keinen bei mir. Oh, das ist das Schöne, stimmt. Bei Miri wird das wahrscheinlich wirklich niemand machen. Ach Mist. Wo bleibt Kingdom, fragt Early. Yay, level up. Oha. Seht ihr, oh, Bali kann auch ganz allein was können wir besiegen. Das einfach so stehen lassen, ohne dass wir Ärger kriegen? Ich weiß es nicht. Verstehen die Leute, dass das ein Gag ist? Jetzt hast du es entkräftet. Hier das auf YouTube halt sind nicht so dämlich, die verstehen gar nichts. Ach so. Ja. Also ich finde auf jeden Fall die Generation YouTube-Zuschauer relativ cool, die mittlerweile nicht mal mehr die P-Einstellung, also die Qualitätseinstellungen von ihren Videos und sowas kennen. Es gibt eine Menge Leute unter meinen Videos, die, wenn ich akut hochlade und nicht geplant hochlade, sondern dass ich kriege ein Video fertig. Akut stell's dann hochladen, okay. Ja. Das ist, wenn du nicht geplant hast, sondern wenn du es am selben Tag noch hochlädst, wo du es gerendert hast. Ja. Und nicht die Zeit hattest, dass es komplett verarbeitet wird, sondern es soll um die und die Uhrzeit kommen. Und du hast es aber erst eine Viertelstunde oder so vorher hochladen können und es ist nur auf 360p zum Beispiel verfügbar. Ja, wieder nur war ja früher gang und gäbe. Ja. Dass es so passiert ist. Ja, ja, heutzutage schreiben die Leute so Dislike, die Qualität kann man sich nicht geben. Die Leute sind so dämlich. Also ich krieg Kommentare. Also das ist wirklich hochgradig dumm. Du hast so Kommentare, du hast einfach keine Lust mehr, Kommentare zu lesen. Und das ist schade, weil es Leute gibt, die auch gut
und schöne Kommentare schreiben, aber es gibt halt so viele, die derart strunzenblöde Sachen unter die Videos schreiben, dass du einfach das keinen Bock mehr hast, das zu lesen. Ja. Ist halt so. Ja, ist ja auch so. Eine extrem traurige Erdbeere. Und Möhre. Guten Tag. Ein kleiner Tipp, der stärkste Trainer in diesem Kampf ist höchstwahrscheinlich meine Freundin. Sora, hi Sora. Schön, dass du mitkämpfst. Verliebte Mädchen kennen keinen Pardon. Unterschätze mich nicht, sonst wird es dir leid tun. Ja, Sora kennt keinen Pardon. Lass sie mal nuken. Einfach weghauen. Okay. Wer ist Sora? Oh, ein Hundemon. Katzi und Hundi. Ja, das ist aber gefährliche Mischung. Ja. Wer ist da gerade gestorben? Katze im Hintergrund. Schluck auf. Hatte kurz Schluck auf und dachte mir, den Kopf. Ah, schön, danke schön. Ich habe halt rausgefunden, dass Gemüsebrühe verschimmeln kann. War lecker. Ja. War noch gut? Hast du sie noch gegessen oder nicht mehr? Nee, aber ich bin fast an Spucke erstickt. Dass das Gemüsebrühe nach 3 Tagen schon anfängt zu schimmeln, hätte ich nicht gedacht. War das schon aufgesetzte Gemüsebrühe oder noch das Pulver? Ja, das war schon aufgesetzte Gemüsebrühe. Ja, gut. Ja, dann schimmelt die. Das hatte ich nicht so im Kopf. Traurige Geschichte, würdest du sagen? Nee, traurig war es ja nicht. So Abschluss und fertig, aber ich war sehr verwirrt zu dem traurig Zeitpunkt. Ich dachte so, hä? Seit wann habe ich Lauchsuppe gemacht? Da war nicht Lauchsuppe. Also. Nährwerte. Nähere Einblicke? Nein, also eine gute Suppeneinlage war das dann. Ja. Ja, sehr gut. Super Fischi. Okay. Nurgar. Langsame Schnurgar ist eigentlich, dass Cameron trotz Paralyse immer noch schneller ist. Das ist schon ein Schnurrgast sehr langsam. Also weißt du was? Ich meine, du kannst ja wirklich vielleicht gut Katzengeräusche nachmachen, aber kein Schnurren. Wirklich? Ja. War das nicht Gurgeln? Ich dachte, er erstickt gerade, ehrlich gesagt. Ja, ich rolle doch einfach nur das R. Ja, haha. War das nicht ein Traktorgeräusch? Ich dachte, das war ein Traktor. Das ist ein Hinweis, dass wir bald wieder Landwirtschaftssimulator spielen. Definitiv. Das war jetzt Mensch. Das war jetzt Babystapler. Ja. Dann kommt der große Stapler. Alter. Gut, dass das nicht meine Folge ist, ehrlich, ohne Witz. Ich glaube, Blolli, auch wenn man bei dir in den Folgen keine solchen Geräusche macht, reicht die Eigenbeteiligung von dir schon, dass sie nerviger sind. Oh ja, wuhu. Ruf mich oft an, Sora, dankeschön. Ich muss irgendwann mal gucken, ob ich alle Nummern löschen kann. So, wir fliegen jetzt den ganzen Nummer löscht und dann kann die Person nicht mehr anschreiben oder anrufen. Ich meine, du kannst sie blockieren, ja, aber das ist nicht, was ich meine. Es macht immer Sinn, was ihr sagt. Das ist das Allerschlimmste. Weißt du, was ich nicht ganz verstehe? Nee. Russisch. Wir kriegen normalerweise die Pokeflöte von Mr. Fuji, oder? Vielleicht hast du den Pokémon nicht genug Respekt gezollt. Das war Blauli, wenn dann. Aber Hallo. Wo bekommen wir dann die Pokeflöte für die Relaxus her? Oder können wir mit den Relaxus ganz normal sprechen? Ich muss mal. Hallo, ich bin Günther. Guten Tag, ich bin Miri. Einfach davor stehen und dann Shiggy, Aquaknarre. Was ist das für ein Haus? Das ist ein blaues. Hallo, hast du einen Pokémon-Flöte? Kindergarten! Der Kindergarten! Das ist schon wieder Mr. Fuji. Das ist das Waisenhaus von Mr. Fuji. Also nicht nur tote Pokémon hat er, sondern auch weise Pokémon. Vielleicht muss ich mit den Gräbern von den Pokémon reden. Tut mir leid, dass du tot bist. Ding, ding, ding. Nee. Sei willkommen. Das hatten wir schon, Mr. Fuji. Ja. Mr. Fuji kann sich mal Fujiyama machen hier. Nee, leider. Leider gibt er mir nichts. Tut mir leid, ich hab's versucht. Gib mir meinen Pokémon zurück. Ah ja. Das heißt, gib mir mein Pokémon zurück. Du brauchst meine Das ist im Übrigen, Miri, wenn du möchtest, kann ich dir das als Hymne für dein Team Rocket Let's Play einspielen. Einsingen. Miri muss noch 10 Sekunden überbrücken, dann kann sie abmodden. Merkst richtig, wie sie drauf wartet.
Und Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gerne bei Katze wieder ein. Bis dahin, macht es gut und Mirio. Bleibt schön bei mich.